Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Witcher Wild Hunt. Wir treten jetzt gleich dem Wolfskönig gegenüber, denke ich mir mal. Unsere Waffe ist eingehüllt. Gretka geht's noch gut. Und mir ist auch schon nicht schlecht. Ja, Gretka? Die Höhle, okay. Du hast doch ein bisschen finster hier. Hast du Angst? Und du? Nein. Dann habe ich auch keine. Das ist gut. Ich speichere jetzt aber mal, weil ich habe nämlich etwas Angst. So. Alles klar, da ist er ja auch schon. Was? Der Wolfskönig. Glaubst du mir jetzt? Ja, versteck dich. Das sieht gut aus. Shit. Ja. Bisschen dunkel hier, was? Kann ja nix. Der steht da bestimmt wieder auf. Oder? Oder nicht? Das kann's doch nicht gewesen sein, oder? Das war ja ein bisschen mau. Dem hast du's aber gegeben? Sowas habe ich noch nie gesehen. Gretka, du kannst rauskommen. Na komm. Also, ich weiß nicht, soll ich vielleicht Schwierigkeitsgrad noch mal höher drehen? Ehrlich. Also so eine Stufe. Aber der Unterschied ist, dass ich nicht mehr meditieren kann, ne? Dein Glück, dass wir hier entlang gekommen sind. Im Wald hatte jemand weniger Glück. Das muss Jahren sein. Wir kamen aus Mittelhain, als das Vieh angriff. Ich konnte fliehen, aber Jahren... Die Kleine. Keine Details. Also da war ich jetzt eben... Wir haben 2 Minuten jetzt um. Shit, was ist nun los? Warte mal, irgendwas schwierig, bin jetzt irgendwie im Fenstermodus gerade reingerutscht. Moment mal, ich bin sofort wieder... Ich mach das mal eben kurz so. Habt ihr Verbandszeug zu Hause? Und Branntwein? Leider habe ich 1-2 Hiebe abgekriegt. Nein, Fräulein, doch. Mein Herr ist ein mächtiger Mann, der hilft dir bestimmt. Vielleicht belohnt er dich sogar für deine Tat. Na schön, bring uns zu deinem Herrn. Ich muss gleich mal eben neu starten. Also ich habe jetzt gerade einen komischen Fenstermodus. Ich habe nur meine Schreibtischlampe ausgemacht und dann meinte irgendetwas, das findet man nicht richtig gerade. Sehr schwierig. Merkwürdig. Wen hast du denn da angeschleppt, Mann? Das ist nicht meine Tochter. Die Kleine auch nicht? Nein, verdammt! Ich kenn doch mein Kind! Die Große mag nicht deine sein, doch die Ähnlichkeit ist verblüffend. Behalt sie doch, die sieht also, so ähnlich aus, oder was ist das? Was ist mit der Belohnung? Achso, wegen der Belohnung. Du wirst nicht einen beschissenen Kopper sehen. Verschwinde! Sonst werde ich die Hunde loslassen. Vor allem, sie hat ihn gerettet. Finde ich ja viel geiler. Na, schmeckt der Eintopf? Sehr gut, danke. Lange nichts gegessen. Offensichtlich. Schön, dass es dir schmeckt. Dann wartet ein Bad nach dem Essen. Und etwas Schlaf wäre auch nicht schlecht. Gretka kann im Winkel hinterm Herd schlafen. Und du im Gästezimmer gegenüber der Küche. Danke, ich... Iss jetzt. Wir reden, wenn du ausgeruht bist. Irgendwie so freundlich ist er doch aber auch nicht. Oder?
Ich befahl den Männern, sie zu bewachen und ließ sie schlafen. Und? Das erzähle ich dir ein andermal. Ich muss sie finden, verstehst du? Ich brauche jede noch so kleine Information. Verstehe. Aber du musst wissen, meine Frau und meine Tochter sind ja auch verschollen. Klar. Logisch, sicher. Hier ist mein Vorschlag. Finde meine Lieben und ich erzähle dir alles, was ich über dein Mädchen weiß. Ich hoffe, es lohnt sich ja auch. Kann ich dir denn trauen? Welche Sicherheiten habe ich? Gar keine. Wie das so ist. Nur mein Wort. Und wenn ich ablehne, weil ich einfach nicht will? Du würdest mich hängen lassen? Nur zu. Ich lass dich dann auch hängen und wir sind zwei hilflose Hänger mit leeren Händen. Stell dir vor, es wäre deine eigene Tochter. Dann müsste es schnell gehen. Wache! Dieser Mann steht unter meinem Schutz. Niemand darf ihn belästigen. Ah. Ben? Klotz nicht so. Wachsen mir Hörner? Nimm's als Zeichen meines guten Willens. Wann hast du sie zuletzt gesehen? Sie sind nach Neumond verschwunden. Wie von Schatten verschluckt. Was meinst du mit verschwunden? Genau das. Ich bin eines Morgens aufgewacht und sie waren weg. Hast du gesucht? Ich brauche mehr Informationen. Ich muss noch viel mehr wissen. Kann ich ihre Zimmer sehen? Wozu? Ich brauche Hinweise, Anhaltspunkte. Ich lasse keinen Fremden an ihre Sachen. Tja. Soll ich sie finden oder nicht? Ja, schon. Na dann. Dann lass mich dorthin. Gut. Aber ich gehe mit. Die Türen sind ohnehin verschlossen. Schade, ich dachte, wir können ein bisschen nebenbei plündern. Okay, ich bin sofort wieder da. Ich will mal eben hier neu starten. Lustig, ich konnte mir auch sparen den Neustart, weil, keine Ahnung, jetzt bin ich wieder im Vollbildmodus. Mehr, sehr merkwürdig. Neue Quest, so. Gucken wir erstmal ins Inventar. Wir haben doch hier bestimmt noch... Was haben wir denn hier? Auftrag, Teufel beim Rum. Das kann eigentlich alles weg, oder? Da blickt ja nachher keiner mehr durch. Ah. Schweiß am Blut. Komische Scherze. Schwert gegen Hexen. Was wird aus Temerien? Hingeschmierte Notizen, das haben wir alles schon mal durch, ne? Der letzte Wunsch. Okay. Pass auf, ich mach's mal eben so, ich lese es jetzt nicht vor. Es ist zu lang, aber ich blende es mal eben ein. Ihr könnt mal eben Pause machen. So, wenn ihr das durchlesen möchtet. Jetzt scroll ich mal eben runter. So. Jetzt könnt ihr nochmal Pause machen, wenn ihr Lust habt. Und ich scroll jetzt nochmal weiter. Voilà. So, dann haben ja irgendwie alle was davon. Ich habe es jetzt allerdings auch gerade nicht gelesen, aber das kann ich auch später nochmal nachholen. So, wir müssen unbedingt auch zum Schmied. Das ist ganz wichtig. Was haben wir denn hier? Gibt's nichts zum Looten? Das gibt's doch. Unglaublich. Meine Tochter liebte Tiere, als sie noch klein war. Einmal sah sie einen Hirschkopf an der Wand. Und was fragte sie da? Keine Ahnung. Papa, ist der Rest vom Hirsch auf der anderen Seite? Stell dir das nur vor. So eine Trophäe. Ja, gut, okay. Das arme Schwein, das ihr was antut. Ich zieh ihm die Haut bei lebendigem Leib ab. Hier ist es. Verdammt, sie klemmt schon wieder. Unsere Schlafkammer. Achso, okay, ich hätte sie jetzt auch aufgemacht. Das Zimmer ist dort.
Bring aber nichts durcheinander. Bei ihrer Rückkehr soll alles so sein, wie sie es verlassen haben. Ja, natürlich. Auf jeden Fall. Ich bring's nicht durcheinander. Ein Kerzenleuchter aus Holz. Der Schaft ist gebrochen. Es gibt hier wirklich Sachen zum Untersuchen. Okay. Oh, ein Goldring, Perlen, silberner Kandelaber, ein Kästchen. Jo, dankeschön. Schnittblumen. Er erwartet sie jederzeit zurück. Oder hofft es. Naja. Ist ja wohl verständlich, ne? Dass man das hofft. Goldringen, Perlen, Tintenfass, noch ein Kandelaber. Schön, 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 schön. Ach, das lohnt sich hier ja. Guck mal, hier ist... Huste oder weint der da? Die Wand sieht anders aus. Ja, hier hing was. Das Bild, die Größe stimmt. Ja, das Bild. Der Baron und seine Frau. Sie sehen glücklich aus. Eben, nimm das Bild mal ab. Was ist das? Aha. Wer wohl das Loch verborgen hat? Und was auf der anderen Seite ist? Aha. Es wird interessant. Das Holzstück sieht aus wie der Schaft eines Kerzenleuchters. Das ist kein Zufall. Hier könnte der Kampf stattgefunden haben. Ich muss nach Hinweisen suchen. Nicht, dass er wird dann nicht seine eigene Tochter. Da außerhalb ist auch noch was. Ne? Moment, machen wir mal Art an. Okay. Hier ist aber noch was. Au. Oh. Tiefe Kerben, geschlagen mit einem schweren Gegenstand. Mehr Spuren hinzu, was? Der Rest des Leuchters und Weinflecken. Jemand hat eine Flasche zerschlagen. Aus Toussaint. Ja, Hervelus. Der Geruch ist noch da. Bin gespannt, wo er mich hinführt. Ein echter Weinkenner. Unser Geralt. Ach cool, das sieht ja geil aus. Gut, da bin ich jetzt aber auch mal gespannt, wo der den hinführt. Eine lose Planke. Mist, hier ist Schluss mit der Spur. Vielleicht finde ich was anderes. Fichtenholz. Riecht nach Wacholderweihrauch. Wohl ein volkstümlicher Schutztalisman. Die Frage ist, wogegen soll der schützen? Mehr werde ich hier wohl nicht finden. Moment, war hier oben nicht noch? Hier oben war da noch alles gelb. Nicht? Räucher Schlüssel. Und ein alter Schlüssel. Ich frage mich, was er öffnet. Das frage ich mich auch, aber ich nehme ihn auch erstmal mit. Anis, Sandelholz und noch etwas. Safran? Brief an Tamara. Okay, alles klar. Den gucken wir uns jetzt mal an. Nein. Brief an Tamara. Wir sind eher wie eine Familie. Wir unterstützen einander, wir helfen uns, schwere Momente durchzustehen und mit der Vergangenheit zurechtzukommen. Denn eine Vergangenheit hat jeder von uns. Du musst dir also keine Gedanken machen, dass jemand in deiner herumstochern könnte. Wir haben eine Regel, nie mehr erfragen, als man selbst von sich preisgibt. Die Vergangenheit zählt nicht bei uns, nur die Zukunft und ein gemeinsamer Kampf gegen das Böse und die Verderbtheit gegen Perversion und verabscheuungswürdige Praktiken aller Art. Aha. Was sind denn verabscheuungswürdige Praktiken?
Und wo kann ich dann teilnehmen? Entschuldigung. Ach was, hier war aber auch drin, ne? Der Geruch von dem Wein. Das heißt, der kam hier raus. Moment. Wo geht denn die Spur hin hier? Also hier ist immer sonst nichts mehr, ne? Nee, ich habe hier auch nichts übersehen. Oder doch? Ist ja noch ein Raum. Naschwerk. Ah, schau an. Ganz schön hässlich, die Puppe. Das ist eine, in die man Nadeln steckt, um jemandem weh zu tun. Oh, nett. Eine Voodoo-Puppe? Warum sollte denn jemand die Voodoo-Puppe hier haben? Bam, 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 bam. Woher der Geruch kommt? Sprich mit Baron. Moment, ich hab doch... Ach, jetzt geht der Geruch weiter. Interessant. Kleiner Pisser. Hallo? Ich hau dir da gerne aufs Maul. Gibt's doch nicht. Hol den Sonderling raus! Ich glaub, der Sonderling schläft. Na und? Also musst du jetzt gehen und ihn wecken. Ja, dann gehen wir da mal durch. Nee, hier nicht. Da geht er hin. Okay, wir wollen aber erstmal alles hier mitnehmen. Dann können wir die Sachen sonst verticken. Aber wenn wir schon mal hier sind, müssen wir das machen. Ich muss ja auch irgendwie über die Runden kommen. Und Hexe hat es ja auch schwer. Abgeschlossen. Und ich habe da einen Schlüssel aufgesammelt. Ah, wieso komme ich denn da jetzt nicht durch? Moment, was ist denn hier oben? Echt jetzt? Wieso komme ich denn hier nicht durch? Das ist was Doofes. Mann, das war immer die Kerze, die ich hatte. Alles klar. Das war immer nur die Kerze. Und Zwergenschnaps, das ist sehr gut für mich. Okay. Jetzt sind wir hier. Ein Gebet. Ewiges Feuer, dass du unsere Herzen erleuchtest und uns Licht schenkst. Gib uns deine Wärme, trockne unsere Tränen, verbrenne unsere Feinde, gewähre deinen Freunden deinen Schutz. Gib meiner Mutter Gesundheit, bestrafe meinen Vater, hilf mir, mein Schicksal zu erfüllen. Also ein interessantes Gebet. Ein Altar. Das ewige Feuer hat also auch Velen erreicht. Ja, ja. Die Kirche des ewigen Feuers. Kennen wir ja. Die haben wir ja, da haben wir schon Bekanntschaft mitgemacht. Mit den Spinnern, ja. Okay. Ich werde hier trotzdem noch eben weiter plündern. Einfach weil es wichtig für mich ist. Gerade an Zwergenschnaps kommt man sonst nur schwierig ran. Oh Gott, er ist aber besoffen hier. Ich war mal so saublau, dass mir Blut aus den Ohren kam. Ja, ich glaube, es könnte gleich wieder soweit sein. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Echt, er war total Hacke, der Typ.
So, was haben wir hier noch? Und noch die Fässer hier. Ja, das kann ich mir nicht entgehen lassen. Das ist ganz wichtig für mich. Nanu, warum kann ich die beiden da unten nicht looten? Die hab ich noch nicht. Da ist zweimal Schnaps drin. Kann doch nicht angehen. Brauerei sowas. Da hatte ich es eben. Ah Mann. Okay, gut, dann lassen wir das Fass halt Fass sein. Und? Ist da? Abgeschlossen. Okay, da habe ich keinen Schlüssel für. Dann gehen wir jetzt mal rauf und sprechen mal mit dem Baron. Ich glaube, ich habe die Krätze. Nee, noch einen Stock höher. Suche beendet. Hat der was war denn? Oh. Kennst du dieses Amulett? Ja. Anna trug es seit einiger Zeit. Weißt du, woher sie es hatte? Nein. Gibt es Hexen oder weise Frauen in der Gegend? Einen Weideler in der Nähe von Schwarzzweig. Und eine weise Frau in Mittelhain. Aber über die weiß ich nicht viel. Mittelhain sie wohnt noch nicht lange dort. Hätte Anna so jemanden gebraucht, wäre sie zum Weideler gegangen und nicht zu der Frau. Okay. Bei Fremden war sie vorsichtig. Ich habe in Tamaras Zimmer eine Puppe gefunden. Was kannst du mir darüber erzählen? Hä? Was kann denn an einer Puppe so interessant sein, Hexer? Nadeln. Sie wurde vielleicht für schwarze Magie benutzt. Wo hat Tamara sie her? Schwarze Magie? Bist du noch zu retten? Die hab ich gemacht. Wir waren in Vysima, als Tamara 4, 5 Winter zählte. Da sah sie die Zauberin Triss Merigold und wollte unbedingt eine Puppe haben, die genauso aussieht wie sie. Solche Sachen konnte ich mir damals nicht leisten, also habe ich ihr selber eine gemacht. Das, Triss? Also... Ein großer Kunsthandwerker bist du nicht, oder? Probier du doch mal, wie gut du mit Holz und Stoffhetzen ein Frauenabbild hinkriegst. Das ist ja okay. Ich habe Kampfspuren gefunden. Weißt du etwas darüber? Kampfspuren? Wovon redest du? Jemand ist angegriffen worden. Vermutlich deine Frau oder deine Tochter. Die Person hat versucht, sich mit einem Kerzenleuchter zu verteidigen. Hat ein Loch in die Wand geschlagen. Gekämpft wurde auch. Davon... weiß ich nichts. In der Nacht war ich betrunken. Ich weiß nichts mehr. Als ich aufwachte, waren sie fort. Ihr wart ja nicht alleine in der Burg. Hat einer deiner Männer was gehört? Dreimal habe ich diese Hundesöhne gefragt, ob sie was gehört oder gesehen haben. Aber nichts. Keiner von ihnen. Naja. Der ganze Treppenabsatz riecht nach Wein. Was kannst du mir darüber sagen? Muss einer der Jungs gewesen sein. Alles Säufer. Du gibst deinen Männern Ervelys? Oh, verdammt. Ich kann ihn auch selbst verschüttet haben. Ich hab dir doch gesagt, dass ich in der Nacht voll war. Welche Rolle spielt's? In der Burg riecht es doch überall nach Wein. Ach, naja. Schwierig. Ich sollte mit diesem Weideler reden. Sei gewarnt. Er ist schwierig. Angeblich hat er seinen Vater als Kind mit einer Axt erschlagen und ist dann verrückt geworden. Jetzt soll er Geister sehen und seine Ziege vögeln. Seine Hobbys interessieren mich nicht. Ich will ihn nach dem Amulett fragen. Ich weiß es nicht. Das sind Dialoge. Das sind Dialoge. Und ich dachte immer, ich würde euch schon ein Problem kriegen, wenn ich mal ein paar Nippel rauspixeln muss, aber Sodomie ist ja echt schwierig. Da ist das Sodomie, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Man sollte aufpassen mit Fremdwörtern. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Echt unglaublich. Geil. Mir gefällt es. So, gehen wir mal raus. Ach, verdammt, da bin ich ja wieder im Keller. Ich will ins Erdgeschoss. Scheiße. Ja? Ich glaube, ich habe die Krätze. Schon gehört? Der Hauptmann hat vom Baron eins auf die Mütze. Lass mich in Ruhe. Okay.
Du hast die Wachenverehrer. Das kann sein, dass sie dich angreifen. Ehrlich? Fängt der schon an? Das gefällt mir nicht. Bin ich hier mal lieber weiter. Hallo, Fedwebel. Na, du sprichst nicht mit mir. Die Hütte des Weidelers. Okay. Dann gehen wir mal raus. Wir wollten ja eh zum Schmied und so. Womit habe ich nur verdient, dass du... Wo ist denn die Hütte so? Können wir mal auf der Weltkarte eben gucken. Oh ja, okay. Moment, da kommen wir doch her. Weidfelder. Gut, dann können wir aber hier dann die Fragezeichen mal abklappern. Das ist gut, aber erst Schmied. Ganz wichtig. Der ist da drin schon eine beschissene Stunde zugange. Der muss ja ein dickes Ei legen. Wo ist denn hier? Da benutzt einen Schleifstein. Danke. Gegenstände wurde aufgewertet. Wenn der Baron getroffen was hat, kann man dann... Ich... Das wird ein neues Modell. Aus zwei Teilen. Wie kann ich helfen? Wieder ein Zwerg. Ich suche jemanden, der mir eine Rüstung fertigt. In bester Qualität. Nun, ich bin seit 20 Jahren im Geschäft. Ich beherrsche das Handwerk, wenn ich so sagen darf. Das ist gut. Das würdest du gerne. Hör nicht auf sie. Sie ist in letzter Zeit sehr griesgrämig, faucht bei jeder Gelegenheit. Um was für eine Rüstung handelt es sich denn? Leicht, aber stabil. Sie darf die Bewegung nicht einschränken. Und ich muss sie ohne fremde Hilfe anlegen können. Ist das alles? Soll sie sich nicht auch noch selbst reinigen oder noch den Scheiß in den Arsch abwischen? Das ist geil. Oh Mann, ey. Ging ihr das denn? Ja. Klingt toll. Kannst du solche Rüstungen anfertigen? Nein. Aber wenn du jemanden findest, der das kann, würde ich ihn gerne kennenlernen. Du musst eines über Rüstungen wissen. Wenn sie was aushalten soll, kann sie nicht leicht sein. Kann sie schon. Man braucht nur das richtige Werkzeug dafür. Werkzeug, wie es die Leute vom Clan Tordaroch auf Undvik benutzten. Joanna, ich hab dir doch gesagt, dass du still sein sollst, wenn ich mit Kunden rede. Du sollst die Leute nicht mit deinen skelligen Legenden behelligen. Das ist keine Legende. Mein Großvater hatte sich eine Rüstung auf Undvik machen lassen, denn der Clan Tordaroch fertigte die besten Rüstungen. Jedenfalls bis vor einem Jahr, bevor der Riese die Insel verwüstete. Die Bewohner sind geflohen oder gestorben, die Schmiede könnte aber noch stehen. Klingt interessant. Wenn ich das Werkzeug finde, würdest du mir dann die Rüstung anfertigen? Unter der Bedingung, dass du das Werkzeug bringst. Nur dann. Ja, klar. Erwähnen diese Legenden auch, wo sich die Schmiede befindet? Ja, auf der Nordseite der Insel. Der Clan hat eine Felswand ausgehöhlt, um sie zu bauen. Skellinge ist aber schwierig, weil Skellinge ist... Ich suche das Werkzeug, wenn ich das nächste Mal in Skellinge bin. Lebt ja. Wohl. Ich wollte sagen, das ist nämlich... Aber wie kann ich helfen? Ja, du kannst dein Schwert reparieren. Ich brauche eine Rüstung. Okay. Was könnte ich denn überhaupt hier? Schema. Was haben wir denn? Jägerhose. Nachtrüstung. Ist jetzt auch nicht so toll, ne? Nee. Ich habe schon ganz gute Sachen. Bessere Schemas habe ich. Schemata habe ich gerade nicht. So, wir fangen mal an, hier Sachen zu verkaufen. Wähler Langschwert. Ja, weg damit. Das ist mein altes Hexerschwert. Und die verticken wir auch. Die wollte ich... Ich wollte eine der Äxte behalten. Komm, die verkaufe ich auch. Weg damit. Weg. Weg, weg, weg. 60 bis 74. Ja, genau. Die wollte ich behalten. So. Die können wir verkaufen für wie viel überhaupt? 15. Na gut. Machen wir mal. Ich könnte die auch umwandeln in andere Sachen, aber
Richtig lohnt sich das. Ach, ich glaube, jetzt habe ich meine Originalrüstung verkauft, ne? Hm, na, egal. Ach, pass auf, dann verkaufen wir auch das Hexerstahlschwert. Scheiß doch. So. Dann habe ich mehr Platz. Er hat immer noch Kohle, ne? Der Schmied. Das ist gut. Hiervon werde ich nichts verkaufen, weil ich das alles zum Herstellen von Sachen benötige. Sowas könnte man verticken. Aber nicht für... Oder in Handwerkzutaten zerlegt werden. Das ist die Frage. 59. Brauche ich jetzt ja gerade nicht so wahnsinnig dringend. Wobei, Sachen reparieren wird ziemlich was kosten. Alles reparieren. 111. Das machen wir auch. Jo. Naja, okay. Das ging ja noch. Ich kann doch irgendwo hier... Moment. Was hast du im Angebot? Ich würde mir gerne dein Angebot ansehen. Moment, er kann mir... Hat mir jemand nicht gesagt, dass er mehr Bolzen herstellen könnte? Dafür müsste ich aber das Schema können, ne? Oder? Oberkörper. Lunde. Zwirn. Stahlbahn. Silberplatte. Ich sehe jetzt nicht, dass ich... Ich meine ja auch, ich hätte ein Schema für Bolzen gehabt oder gelernt. Dachte ich. Nun gut, was hat er denn hier so für mich? Schema. Oh. Jägerstiefel, skellige Gumping-Song, Jägerhandschuhe, 54 Rüstung. Spiekeroog? Echt? Ist wirklich Spiekeroog. Cool. 38 Rüstung durchbohren. Kann ich ja nächstes Mal kaufen, wenn ich da bin. Ich glaube, ich versuche es erstmal mit der Rüstung, die ich so habe. Ja. Gut, leb wohl. Oh, echt? Leb wohl. 25 Minuten sehe ich gerade. Okay. Dann, Hey Jungs, gucken wir hier nochmal eben. Losziehen und uns die Bestie vorknüpfen. Die Alte vom Schmied, die mit der Zahn... Willst du einen Blick auf unsere Waren werfen? Ja. Wir haben einiges gesammelt. Und wäre doch schade, wenn die schönen Sachen in Bauernhütten verkommen. Zeig mir, was du hast. Kleine Quinn-Glyphe. Ich habe nämlich auch noch Glyphen. Quinn-Zeichen-Intensität. Ach nee, ich hab gar nichts mehr. Oh, nimm mal mit, die Karte, um Hexerrüstung zu finden. Super Sache. Fünfte Essenz. Nee, brauchen wir nicht. Eine Armbrust. 5-7 Schaden, 4-6 Schaden. Ist jetzt nicht so wahnsinnig viel höher, ne? Ah, sollten wir vielleicht aber mitnehmen, ne? Hoffen wir die mal. Gut, okay. Die lege ich jetzt gleich erstmal an. Und dann vergesse ich die alte Armbrust wieder. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss.